Gut, nochmal ein ganz kurzes Video zum Thema Kilometer in Dezimeter oder Dezimeter in Millimeter umwandeln oder was auch immer. Folgendes: Im Kleinen, wir bleiben mal im noch sichtbaren Bereich, kann ich Folgendes sagen: Milli, also Milli heißt ein Tausendstel, entspricht also ein Tausendstel. Jetzt kann ich sagen, Beispiel dafür. Ein Milliampere, und jetzt ersetze ich das hier, das Milli, ersetze ich durch ein Tausendstel und schreibe das die originale Einheit wieder dahinter. Also hier nochmal, das Milli habe ich durch ein Tausendstel ersetzt, denn das bedeutet es ja. Das gleiche kann ich mit Millimetern machen. 3 Milli, das ist dieses Milli, und jetzt kommt das M vom Meter. Da kommen manche Leute durcheinander. Kann ich dann sagen, Achtung, ich werde es da gleich grün unterlegen. Ist ein, pardon, ist 3 mal ein Tausendstel. Das ist nämlich dieses Milli. Und jetzt kommt wieder mein Meter hier. Dieses Milli ist dieses Tausendstel. Das kann ich natürlich als 3 Tausendstel hinschreiben. Und wenn ich das als Kommazahl ausdrücken möchte, machen wir das mal. Das ist 3 Tausendstel Meter. Das jetzt als richtige Dezimalzahl, das ist ja ein Dezimalbruch. Dann sage ich, okay, ich habe hier 3 Nullen, hier, diese 3 Nullen. Also muss es 3 Kommastellen haben. 0,1, 2 und noch eine Stelle. 3 Stellen. Hier, das sind die 3 Stellen. Und Meter wieder dahinter. Ich hoffe, das hat geholfen. Machen wir das mal am anderen Beispiel. Ich nehme jetzt mal einfach Volt. 15 Millivolt. Jetzt fällt es besser auf, dass es M als Milli gemeint ist, dann sage ich da, okay, das sind 15 Tausendstel Volt. Hier ist mein Milli, hier ist mein Tausendstel. Davon kommt das. Und die 15, die übernehme ich. So, und wenn ich wissen will, wie viel das dann entspricht als echte Dezimalzahl, Kommazahl, dann gucke ich, 1, 2, 3 Stellen hat das. Also, dann schreibe ich, das sind die 15, habe ich schon 2 Stellen. Schreibe noch eine 0 davor, jetzt habe ich meine 3 Stellen hinterm Komma, was den 3 Nullen entspricht. Und 0, kommt davor. Und jetzt schreibe ich einfach bloß noch Volt. Denn ich habe die Tausendstel und Milli, die habe ich jetzt, kann ich jetzt weglassen, wenn ich es als Kommazahl schreibe. Das dauert zwar lange, das so hinzuschreiben, wenn man sich nicht ganz klar ist in der Übung, aber es geht 10-mal besser, als wenn ich es falsch mache. Noch ein ganz anderes Beispiel. Ich übertreibe jetzt mal und drehe mal ein bisschen am Rad. Sagen wir mal, 23 Meter sind wie viel Dezimeter? Jetzt sage ich verdammt nochmal, das Dezi, das möchte ich gerne weghaben. Wie mache ich es jetzt? Hier bin ich ja von der kleinen Einheit zur großen gegangen. Na und? Da mache ich es eben. Dann sage ich, gut, 23 Meter. Das Dezi, was könnte ich dazu hinschreiben? Dezi. In diesem Fall sage ich, Dezi ist ein Zehntel. Ich ersetze das mal. Ich sage mal, die 23, die kann ich ja wieder hinschreiben. Jetzt schreibe ich nochmal die 23. Und statt Dezi schreibe ich ein Zehntelmeter. Ich schreibe mal Meter Zehntel. Dann werden es aber 2,3. Hier stimmt was nicht. Wenn ich jetzt sage, ich nehme mal 10, dann habe ich nichts weiter gemacht. Aber jetzt guckt mal, 10 und 10 kürze ich, dann stünden da 23 Meter wieder. Das wäre gut. Aber ich möchte ja Dezi eben haben. Wenn ich Dezi gerne haben möchte, dann sage ich, okay, nicht schlimm. Dann schreibe ich das Dezi und lasse hier das durch 10 weg. Jetzt gucken wir mal. 23 mal 10 sind 230 Dezimeter. Und das wissen wir, das stimmt. Anderes Beispiel. 4 Kilometer. Und ich möchte mal bloß Meter haben. Dann ist es nicht schwer. Dann sage ich, das ist 4. Achso, das ist 4. Und statt Kilo schreibe ich mal 1000. Gucken wir mal. Jetzt mache ich es mal so. Also hier Kilo mal 1000. Hat das hier funktioniert? Ich gehe von Meter auf Dezimeter und sage, okay. Dezi und 10 hebt sich auf, ne? Dezi heißt Zehntel und 10 hebt sich auf. Und ich habe hier meine 10 draus gemacht. Und wenn ich das wegstreichen würde, das hier, hätte ich wieder 23 Meter. Wenn ich aber Dezi habe, Zehntel, Zehntel, 10 Zehntel, dann kann ich getrost Dezimeter hinschreiben, wenn ich die 10 mit der Zahl mal genommen habe. Noch ein Beispiel.
2,75 Zentimeter sind bitte wie viel Meter? Was muss ich machen? Machen wir das mal. Jetzt schreibe ich mal 2,75 als Zahl hin. Die brauche ich ja sowieso. Und jetzt schreibe ich statt Zenti, schreibe ich Hundertstelmeter. Denn ein Zentimeter ist ein Hundertstelmeter. Und? Was sieht man? Ich muss 2,75 nochmal durch 100 teilen. Das heißt, es rutscht das Komma eine Stelle und noch eine Stelle. Ich muss nur eine 0 einfügen. 0,0275. Das schreibe ich einfach ab. Meter. Gut. Also ich habe Centi hier durch Hundertstel ersetzt. Und schon habe ich nur noch das Meter stehen. So kann man sich behelfen. Nebenbei nochmal ganz schnell eine Aufstellung, was das im Einzelnen bedeutet. Die schreibe ich erstmal schnell hin. Ich mache mal Pause. Gut, meine Aufstellung. Ich habe jetzt ganz bewusst mal, damit man mit diesem zweiten M wie Meter nicht durcheinander kommt. Milliampere, Tausendstel Ampere. Ich habe also, ich zeige es nochmal, jetzt mache ich es mal gelb, Milli durch Tausendstel ersetzt. Wenn jetzt hier 5 Milliampere steht, muss ich sagen 5 mal ein Tausendstel Ampere. Centi, Hundertstel. Kann man sich merken, ein Cent ist ein Hundertstel vom Euro zum Beispiel. Dezi, wir haben 10 Finger, Zehntel. Achtung, DK mal 10. Das gebraucht man selten, DK Newton zum Beispiel gebraucht man. Hekto ist 100, gebraucht man bei Hektar oder Hektoliter. Aber was wir immer wieder gebrauchen ist Kilo, das ist mal 1000, Kilometer zum Beispiel. Ich schreibe mal noch ganz schnell dahinter die einzelnen Begriffe, wie die heißen. So, jetzt haben wir hier noch die entsprechenden Begriffe, Milli, Centi, Dezi, Deka, Hekto und Kilo, nochmal zur Erinnerung. Und wenn ich nichts davor schreibe, dann ist die pure Einheit selbst gemeint. Ein Ampere ist ein Ampere, das hätte ich mir schenken können hier, diesen Einfügungen, aber ich wollte es der Schrittweise Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, dann wenigstens auf 1 gehen. Wenn ich wieder mal 10 nehme, mal 10, mal 10, mal 10, wollte ich das noch dazu geschrieben haben. Das gleiche oder ähnliches Prinzip habe ich, wenn ich zum Beispiel sage, eine Stunde, dann sind das 3600 Sekunden. Das habe ich aber in einem anderen Video erklärt, wie man das machen kann. Da kann man das wunderbar umwandeln, Kilometer pro Stunde. Bloß mal kurz ein Beispiel nochmal. 90 Kilometer pro Stunde möchte ich gerne umgewandelt haben in Meter pro Sekunde. Machen wir das mal. Wenn ich sage Stunde, möchte ich als Sekunden dastehen haben, schreibe ich 3600 davor. Denn eine Stunde sind 3600 Sekunden. Nochmal schnell unterlegt. Eine Stunde sind 3600 Sekunden. Andere Farbe. Ein Kilometer sind 1000 Meter. Und das schreiben wir dann entsprechend hin. Jetzt habe ich nur die Einheiten ersetzt und die Olle 90, die schreibe ich davor. Jetzt kann ich das ausrechnen, kürzen, Nullen wegstreichen und so weiter. Aber das ist das Prinzip. Das gleiche geht auch umgekehrt. Beispiel, ich sage mal 25 Meter pro Sekunde, ich glaube ihr grinst schon, weil ihr die Zahl schon kennt, ist gleich wie viel Kilometer pro Stunde. Und jetzt geht das Ganze eigentlich genauso. Ich sage Meter, bleiben wir mal hierbei, Meter möchte ich in Kilometer ausdrücken. Aber Achtung, ich muss sagen, damit sich das wieder aufhebt, das ist, ein Meter ist ein Tausendstel von einem Kilometer. Dieses Kilo heißt 1000, diese 1000, die heben sich auf, dann würde wieder Meter da stehen. Nochmal als Gegenprobe. Jetzt kommen wir zum anderen. Diese Stunde, die möchte ich aber gerne als Sekunde ausgedrückt, die Sekunde möchte ich gerne als Stunde ausgedrückt haben. Was muss ich machen? Ich muss sagen, okay, ich müsste eigentlich, eine Sekunde ist eine 3600stel Stunde. Wenn ich aber einen Doppelbruch habe, sage ich, durch ist mal. Also die 3600 darf ich getrost oben auf dem Bruchstrich schreiben. Das kann man selber ausprobieren, wenn man mal einen Doppelbruch ausprobiert, durch, ne, ist mal. Und dann sind das meine, das Gelbes und entsprechend das Lilanes. Das ersetzt mir meine Meter und meine Sekunde. Und ich schreibe natürlich wieder meine 25 dazu und der Rest ist dann entweder kürzen und geschickt rechnen oder Taschenrechner. Und dann habe ich es. Gut, jetzt mache ich das Video dicht, das hat länger gedauert als gedacht.